habe ich mir erlaubt, mal das Mikro in die Hand zu nehmen und Sie alle recht herzlich zu begrüßen zum 69. Sandermarkt. Es ist ein bisschen verrückt, es ist ein bisschen schwierige Zeiten und ein bisschen komische Zeiten, aber nicht hier. Der Sandermarkt hat Bestand, der Sandermarkt funktioniert und er wird auch in Zukunft funktionieren. Jetzt geht's los. So, wer möchte? Ja, mal da vor hier. Das ist die Ratsmitglieder, aber Prost. Ach so. Sehr zusammen. So, jetzt. Michael. Super. War doch bei dir. Mein Name ist Sebastian Janssen. Ich bin tätig hier bei der Gemeinde Sande und bin unter anderem für Veranstaltungen hier zuständig. Dass wir den Sandermarkt tüchtig umgekrempelt haben, das ist richtig. Wir haben an einigen Stellschrauben gedreht. So haben wir zum Beispiel einiges auf den Sonntag konzentriert. Der sonst am Samstag stattgefundene Flohmarkt findet jetzt am Sonntag statt, zusammen mit einem Frühschoppen und den Sandermarkt-Pokalspielen, die dieses Jahr wieder zum zweiten Mal stattfinden. An dem Sonntag beginnt alles um 11 und wir haben uns das so überlegt, dass der Sonntag mehr und mehr zum Haupttag wird. Darüber hinaus haben wir einige neue Attraktionen auf den Sandermarkt bekommen können, so zum Beispiel hier dieses Nostalgie-Riesenrad, in dem wir beide uns hier gerade befinden, aber auch viele kleinere Geschäfte, zum Beispiel ein afrikanisches Spezialitätengeschäft, der afrikanische Speisen anbietet, der Anbieter, aber auch zum Beispiel eine Champignon-Bude, aber auch darüber hinaus viele verschiedene kleine Händler, die den Markt hier attraktiv machen. Unser Feuerwerk findet am Montag statt. Montag ist der Familiennachmittag ab 14 Uhr. Da bieten die Schauspieler alle Angebote zu günstigeren Konditionen an. Das Feuerwerk ist um 22.30 Uhr am Montagabend. I'm from Nigeria. We both come from Nigeria.